Ja, moin moin an alle. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist bei Hades. Wir haben das letzte Mal zwei Extra-Leben bekommen. Ich würde sagen, wir versuchen damit jetzt ein Stückchen weiterzukommen. Mal schauen, was wir diesmal bekommen. Also ich muss sagen, so langsam könnte auch mal ein anderer Gott kommen. We Olympians rarely consort with the Chthonic gods. Though Nyx herself reached out to me about your plight, and I was spurred to act. So, Angriff, Spezialität, Sport. Tatsächlich werden wir diesmal den Sport nehmen. Ich erhoffe mir Freude. Freude. Each time. The prince delves back into the underworld, its ever-shifting chambers realign to frustrate his attempts to perhaps map it out. Built to ensure no one gets out. We'll see about that. So, direkt rein. Ah, direkt Schaden. Naja, so peu à peu. Ah ja, und es gibt direkt ein bisschen Gesundheit. Das finde ich immer sehr schön. Ich mag es eigentlich am Anfang mir erstmal ein bisschen gesund. Gut, das wird peinlich. Und nicht so geplant. Und Gesundheit. Naja gut, wir sind wieder da, wo wir mal waren. Und gucken mal, hier gibt es nochmal Tränen. Immer schön, Meta-Currency. Meta-Currency. Auf jeden Fall macht der Dash auch wieder Schaden. Ja, das war... So eigentlich nicht geplant. So. Oho, okay, okay, okay. Jetzt kommt Zeus. Wir schauen mal, wohin das Ganze geht. Pests. Ah, das ist noch okay. Ja, was kriegen wir? Spezialität? Gegner in der Nähe werden vom Blitz getroffen. Oder wir gucken, dass der Wurf eine Kettenblitzsalve ist, die zwischen den Gegnern hin und her springt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ganz lustig ist. Überwiegend benutzen wir nun aber leider den Spezialität. Das macht tatsächlich Sinn, wenn wir später mehr von diesen roten Steinen haben. Das mit dem Aufsammeln ist am Anfang immer noch so ein bisschen... Ich denke, wir nehmen das. Es ist zwar wieder die Spezialität. So, Steine. Oder Meta. Ich denke, wir nehmen... Wir gucken erstmal, dass wir ein bisschen Meta-Progress machen. Denn... Das dürfte uns zumindest etwas mehr helfen, wenn wir denn unterwegs sind. Und was gibt's hier? Ein bisschen Gesundheit, das finde ich sehr gut. Das nehmen wir uns direkt mit und dann können wir uns auch schon wieder nichts mehr leisten. Und ein Upgrade. Weil ich nehme das Upgrade.
Ja. Sehr gut. Der Raum hat ganz gut funktioniert. Machen wir mehr Sportschaden oder mehr Blitzschaden? Ich finde vom Value her, hier ist 12 mehr und hier wäre 6 mehr. Ich denke, wir nehmen das mehr Blitz ist mehr Blitz. So, Gold. Ah, ich, ganz klar, wir nehmen Poseidon, ne? Der erste ist schon mal wieder down. Ja, das war ja klar. Das war ja klar, dass ich da direkt nochmal Schaden kassiere. Eieieiei. Big Hades, he is disagreeable with all of us, not just with you. So don't you take it personal and stick with me. Was bietest du uns an? Angriff und stößt Gegner weg. Wurf verletzt Gegner und stößt sie weg. Oder Belohnungen. Boah, schwierige Wahl. Dein Wurf verletzt Gegner in einem Bereich und stößt sie weg. Das wäre natürlich geil. Oder dein Angriff. Wobei wir uns ja im Moment so ein bisschen darauf konzentrieren. Das ist ja schon wieder die Spezialattacke. Deswegen würde ich wahrscheinlich den Wurf mitnehmen. Es ist leider nur einer. Aber okay. Hier gibt es auch mal einen Schlüssel. Sehr schön. Schlüssel ist schon... Oh! Oh, hier kann ich mich heilen. There we go. Den hatten wir uns ja freigeschaltet. A place of calm and respite, whilst perhaps unimaginable in the underworld, occasionally is to be found, in fact. And not a moment too soon. So, Schlüssel oder Meter. Ich denke, ich werde nochmal für einen Schlüssel gehen. Dann haben wir, glaube ich, schon 3. Wow, okay. Ja, das hat wehgetan. Ah. Uff. Ja, ist natürlich blöde, wenn der Schlüssel bei jemandem drin stecken, wenn der stecken bleibt. Dann kriegt man ihn nicht so schnell raus. Hey, hier gibt's Münzen. Dann nehmen wir uns doch ein paar Münzen mit. Münzen bleiben natürlich nicht bestehen. Ja, das mit dem... Mit dem Reflekten ist ganz nice, stelle ich gerade wieder fest. Au! Okay, never mind. Oh, Alter. Okay, das, der Raum hat mehr weh getan, als ich dachte, dass er weh tut. So, wir gucken erstmal, ob wir hier irgendwas Hübsches finden. Auf jeden Fall direkt die Gesundheit. Du erhältst einen willkürlichen Artikel. Ja, nehme ich und entdecke Auge der Lamia. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das war. Auge der Lamia. Chance. Ach, okay. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen teuer.
War jetzt vielleicht ein bisschen teuer. Wir nehmen uns auf jeden Fall den Hammer hier mit. Denn der verändert ja auch immer wieder mal ein bisschen, wie die Art des Spielens der Waffe. Oh, 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 das ist sehr schön. Oh, die haben nochmal was, sehr schön. Oh, der Raum lief besser als erwartet. So, deine Spezialität durchbohrt Gegner und fügt deiner Rüstung plus 400 Schaden zu. Dein Angriff feuert zwei Schüsse nebeneinander, aber mit kürzerer Reichweite. Dein Angriff fügt plus 300 Schaden in einem Bereich zu, lädt aber langsamer. Ich bin tatsächlich dafür, dass wir weiter mit der Spezialität arbeiten. Die ist einfach Geilomatico und plus 400% Schaden an Rüstung. Lecker, das schmeckt. So, Geld oder Upgrades? Wir nehmen auf jeden Fall ein Upgrade. Delicious. Auf jeden Fall nehmen wir wieder unsere Spezialität. Mehr Schaden ist mehr Schaden. Oh, gar kein Shop. Wie, haben wir es schon wieder zum Boss geschafft? Wieso gibt es hier keinen Shop? Ich habe 141 Gold. Gib mir einen Shop. Wo ist Charon? Shit. Okay, Freunde. Es ist soweit. Wir haben es zum Boss geschafft. Ever stubborn, aren't you? Maybe my whip might make you reconsider whatever it is that you're attempting here. Your whip's not been all that persuasive in the past. Maybe persistence will pay off for both of us. Come then. Upp! Aha! Ah. Also mit ein bisschen Glück. Boah. Alter. Okay, wir werden sicherlich einmal sterben. Aber wir haben ja Gott sei Dank diesmal ein bisschen was dabei. Oh, und es gab eine Heilung ins Gesicht. Die gehen mir tatsächlich gerade ein bisschen auf den Keks hier. Alter, die knüppelt rein. Aua! Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, wir leben... Alter! Wir leben nicht sehr viel länger. Ich bin aber auch schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Nein, tu mir doch den Gefallen und stirb jetzt einfach. Yes! Yes! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, wir haben jetzt Titanenblut bekommen. Ich habe so ein bisschen vergessen, was man damit machen konnte. Aber das war irgendwas richtig Gutes. Das war irgendwas richtig, richtig Gutes. Es gab auch ein bisschen Gold. Sehr schön. Wir sind zwar tot. Trotzdem kommen wir ins nächste Gebiet. Das war also... Oh, eine Heilung. Ja, wir haben... None other than those
beings in the trusted inner circle of Lord Hades are authorized to enter the intricate chambers connecting the vast regions of the underworld. But the prince decides to barge in anyway. I barge where I please. Oh, gibt's hier vielleicht noch? Just what I need, except... Oh nein! Ich könnte eine Ladung zurückholen, aber nein! Na gut, dann nehmen wir mehr Schaden. Fallen fügen meinen Gegner mehr Schaden zu, das ist nicht so hilfreich. Oh, ich hätte das gerne gehabt, eine extra Todesladung. Aber ich kann hier was verkaufen. Spurt. Wieso kann ich das nicht verkaufen? Könnte ich das verkaufen? 150 Gold? Oh, okay, tschüss. Dann können wir uns jetzt das doch noch holen. Eine Todesverachtung wieder zurück. Wunderbar. Ja, so ultra stark ist jetzt der Flutschuss, finde ich. Gerade nicht so. Also lieber nehme ich jetzt die Todesverachtung mit. So, wunderbar. Wir haben es tatsächlich schon ins zweite Gebiet geschafft. Now we're getting somewhere. In Asphodel. So, hier können wir mit Schiffen los. Augenscheinlich ein Schiff. The once verdant plains of Asphodel are now engulfed in scintillating flame, having been flooded by the river Phlegethon, whose hideously superheated contents could bring death swiftly even to those resistant to most heat. Ja, wunderbar. So, auf jeden Fall gibt es hier ein Schiff. Das bringt uns dann ins nächste Gebiet. Auch an den Schiffen sieht man natürlich, was einem im nächsten Gebiet erwartet. Und man stirbt dann auch bald. Oh. Es wäre schön gewesen... So, direkt 200 Gold in den Arsch. Na gut, wir kriegen die Schlüssel noch mit. Es ist jetzt nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, darum geht es ja eigentlich auch, dass man stirbt. Da gibt es Gold. Nehme ich Gold? Eigentlich brauche ich kein Gold. Eigentlich kann ich mit den beiden, also wenn ich jetzt sterbe, kann ich mit beiden leider nichts anfangen. Wer das hier ist, ich denke, man kann es sich denken. Die große Frage ist, überleben wir den nächsten Raum, um es zu sehen? Burnflingers. Überleben wir ihn? Ja. Okay, so war das eigentlich nicht geplant. Eigentlich war das so nicht geplant. Aber wir können uns zumindest diesen Gott noch angucken. Ist hier sonst noch irgendwie was Hübsches, bevor ich mir den Gott mitnehme? This mark, almost like a batwing. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hey boss, found you. Good. Hermes, at your service. Pleasure. You are the talk of Olympus. Normally I wouldn't get mixed up, but for you, I'll be making an exception. Now come on, we've both got places to be. Natürlich ist es Hermes. Wer hätte gedacht, so, wir bewegen uns schneller. Ich könnte häufiger sprinten. Ich glaube, häufiger sprinten ist ganz gut. Häufiger sprinten bedeutet häufiger reflektieren. Und häufiger reflektieren bedeutet weniger Schaden. So, Gold oder Meta. Oder Ambrosia. Ich denke, kann ich mal eben sehen, was ich schon habe? 35. 5 Schlüssel, kein Ambrosia.
Ich denke, wir holen uns... Wir gucken, ob wir noch einen Ambrosia bekommen. Hier gibt es einen Shop. Boah. Oh, okay, jetzt hat man es ein bisschen übertrieben gerade. Das war jetzt etwas zu viel. Okay, das, okay. Okay. Shades of the dead mill constantly within the house, complaining of their woes and seeking audience from any who would listen. I listen. Looks like you really took the heat from one of those bloodless burn flingers back there, didn't you? I know how tempting it can be to try and catch those fiery explosive bombs they throw, but if I might offer you a bit of personal advice, you really shouldn't do that. Wirklich? Ich bedanke mich für diesen äußerst hilfreichen Tipp. Grown any wiser yet? Blood and darkness, but this place is falling apart. Nobody works an honest day down here. Father, everybody's dead. Give them a break. What would you even know of honest work? At least the wretched dead yet honor me as Lord. I cannot say the same for you. So. Ist so, ha? Hail. You'll get the hang of it out there, lad. For all our sparring practice, there's no teacher like the real thing. Now then, I have something for you. Oh? What, wait, you're giving me your codex? I can't accept something like this. Please, I insist. I want your love of history to grow, not just your love of warfare. Besides, maybe you can finish out the rest of it. I'm grateful. Codex! Der Kodex. Hier sehen wir dann ein paar Informationen zu wichtigen Sachen. Und hier könnte man theoretisch mehr erfahren und mehr erfahren und noch mehr erfahren. Also ist so ein bisschen so eine Zusammenfassung von alles. So, mich würde ja noch interessieren, was konnten wir denn jetzt eigentlich nochmal mit diesem Titanenblut machen? Ah. How goes it, Shanes? Todesursache Blutdruck. Das ist geil. The prodigal son returns. Everyone's saying I went easy on you, Zag. Don't worry, Meg. I eventually managed to get home the painful way after all. Look, I have a reputation to uphold. You get past me again like that, you best go all the way. Now leave me be and don't think you're gonna be so lucky next we meet out there. Ja, so einfach war das jetzt aber gerade irgendwie nicht. Noch fünfmal töten und dann kriegen wir irgendwie gute Freunde oder sowas. So. Hey, Room. Wir gucken jetzt erstmal, was können wir... Schönes Neues. So, mehr Schaden oder mehr Gesundheit. Also so langsam würde ich, glaube ich, dazu tendieren. Wir könnten noch mehr Schaden mitnehmen. Oder wir nehmen plus 2 Gesundheit. Ich bin für noch mehr Schaden. Guck mal hier, Schaden schon plus 30. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Looking good. Oder? Wir haben noch 5 Schlüssel. Hey Skelly, you look like you know your way around Tartarus. Found some of this ancient Titan blood out there and I was looking to score some more. Ah, you come to the right place regarding that there, pal. It's your mean weapons back there that can find this stuff. Once you get all the way through Tartarus with one, that's all the blood you're gonna get. For the time being, anyhow. Aha, genau. How am I supposed to keep track of which weapons I've earned these with then? I don't know, there's always the invention of writing stuff down. You'll figure something out. Genau, wir können es auch aufschreiben.
So, wir könnten tatsächlich jetzt eine neue Waffe freischalten. Die Frage aller Fragen. Was nehmen wir, den Speer oder das Schild? Ich glaube, wir nehmen mal das Schild. Das war auch immer ganz witzig. So, Schlag. Wir können das Schild tatsächlich auch werfen. Das ist geil. Na, und im Sprint, wie immer, der Sprintangriff. Vor allem aber ganz cool. Solange wir das so halten, blockieren wir jeden eingehenden Schaden. Das könnte unter Umständen helfen. Aber es gibt natürlich einen Haufen witziger Kombinationen. Jetzt weiß ich natürlich immer noch nicht, was ich mit dem Titanenblut mache. Internale. Vielleicht müssen wir damit noch mehr töten. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen. Ach so, wir kriegen plus 20% davon, wenn wir das austöten. Was? Ach, genau. Je mehr Waffen man freigeschaltet hat, hat für jeden Versuch eine dieser Waffen auch einen extra Bonus. Hier zum Beispiel würden wir plus 20% von diesen Schattentränen bekommen, wenn wir mit dem rausgehen, losgehen, Spaß haben. Und das wechselt aber auch jedes Mal. Ich freue mich, wir brauchen nur noch zwei Schlüssel, dann können wir auch den Speer freischalten. Ich glaube, den Speer fand ich persönlich nicht so gut. Obwohl es da auch so ein paar lustige Sachen gab, aber die hat man eher selten gekriegt. Ja, das soll es aber doch für heute auch wieder gewesen sein. War doch ein relativ erfolgreicher Run. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein bisschen Support da. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!